So, hallo zurück. Wir sind immer noch mit Tiny vor dem Ballraum und wir machen uns jetzt an den nächsten Raum und da brauchen wir, was haben wir gesagt, Chunky, ne? Chunky ist noch einmal weiter unten, ja. Unten oder oben? Unten meine ich. Echt? Ja. Werden wir den Sprung jetzt schaffen? Wir ist gut. Ja, stimmt. Du. Es wäre schön, wenn es hier einen wieder geben würde. Ja. Ja, ah, du hast recht gehabt. Gott sei Dank, dass ich dich habe. Na, ne, ja, ja. Oh, du hast jetzt auf die Uhr geguckt? Wie bitte? Du hast auf die Uhr geguckt? Jetzt. Ja, ich sag dann Bescheid. Super. So, 20 Minuten, 20, 23 Minuten. Ja. Was war so. Das jetzt? Museum, ne? Im Museum, genau. Nachts im Museum. Mit dem Affen. Ich habe nie den dritten Teil gesehen. Es gibt nur zwei. Nein, es gibt einen dritten. Was? Hab ich da was nicht mitgekriegt? Ist das technisch ein Spiegel? Das ist ja derselbe Raum wieder. Es ist tatsächlich ein Spiegel. Ich gehe. Guck mal. Er hat keine Augen. Aber er spiegelt nur von einer Seite. Ja. Keine Augen und kein Innenleben im Mund. Hier und da drüben ist Tiny eben gewesen. Das ist jetzt der Zwischengang. Oh nein. Der Raum sieht gefährlich aus. Ja, aber wirklich. Aber... Tja. Was? Wo kommst du denn her? Ah, der hat Ballon verloren. Ja, scheint fast so. Ah! Also jetzt räumen wir aber hier ab. Tja, aber. Wahrscheinlich muss dann erstmal wieder alle Gegner töten. Ja, aber die spawnen doch die ganze Zeit. Ich denke, du hast das Spiel schon gespielt. Helf mir doch mal hier. Ja, ich versuch's. Ich versuch mich jetzt zu erinnern. Vielleicht muss dann eine Arschbombe da auf den Altar machen, genau. Das hätte ich jetzt auch wissen können. Was? Hä? Wo? Welche hat sich jetzt geöffnet? Da. Aber irgendwas braucht man, was den unten hält. Ich erinnere mich an den Raum. Ich weiß, dass ich die Banane auch bekommen habe, aber ich erinnere mich nicht mehr wie. Ach, diese Rätsel immer hier. Das kann doch noch was mit den Dingen hier. Ja, die sehen so verdächtig aus. Ja, ne? Vielleicht muss man auch wieder Pixel genau treffen. Na. Versuchen wir es mal. Auf jeden Fall sieht es wieder so aus, als ob man irgendeinen Stein bräuchte oder sowas, den man dann auf diese Plattform legen kann. Ja, ne? Vielleicht kann man das Schild nehmen da. Hm, scheint nicht so. Ja. Er macht uns Schaden. Der auch. Das war daneben. Aha. Der. Und jetzt? Das waren jetzt alle drei. Nee. Achso, dieses. Muss die richtige Reihenfolge. Der. Dann der. Und jetzt. So. Der. Nee, daran erinnere ich mich nicht mehr. Siehste? Ah. Ja, sehr gut. Aber es gibt ja auch hier so viel Bananen. Wie war das jetzt? Ah! Nein! Oh, du dämlicher Bumsaffe! Wieso schmeißt er den direkt? Ah, ich muss ja erst nicht wieder hier runter. Ja.
Chunky, du bist ein dämlicher Affe. Aber jetzt nicht wegschmeißen. Ja, ich muss ihn ja schmeißen. Ja, aber jetzt muss ja irgendeine Taste geben, wo man ihn einfach noch hinlegt. Nein. Sonst geht er ja kaputt. Sehr gut. Indiana Jones Manier hier. Und kein Minispiel. Das ist immer das Schöne. Seine erste Banane, der arme Chunky, und steht schief. Und direkt abspeichern. So, Freunde, dann hätten wir das hier wohl auch hier, wa? Ja. Nachts im Museum, Teil 3 abgeschlossen. Irgendwie ist mir das echt entfallen. Ich hab immer nur Nachts im Museum 1 und 2. Ach. Diese Gegner hätte man sich auch sparen können. Ja, ne? Die wurden auch einfach nur eingebaut, um den Spieler zu nerven. Ja. So. Was habe ich jetzt vergessen noch? Hier unten war doch, glaube ich, auch noch was, oder? Vielleicht ist hier nochmal irgendwo ein roter Schalter. Was war hier? Hier war doch auch irgendwo noch was, oder? Ach nee, hier ist doch schon die... Oder? Ansonsten, musst du dran denken, nochmal mit Lanky Kong zu Cranky zu gehen, damit du auch das Spezialfass noch bekommst. Spezialfass? Also, damit Lanky sein Spezialfass benutzen kann. Aber haben wir doch schon. Nee, du konntest doch das Hafenrennen noch nicht machen, zum Beispiel. Das Hafenrennen? Das Hasenrennen, wo der... Ach so! Und das braucht man hier in der Level auch noch einmal. Oh nein. Wir versuchen jetzt erstmal hier unsere ganzen Bonanchen abzugeben. Ich glaube, Tiny hatte da ein paar gesammelt. Didi hat auch ein paar gesammelt. Vielleicht kommen wir auf die 98. Ah, das bezweifle ich. So viel Glück habe ich nicht. Ah, der dicke Tittenschwein. Hätte schon längst rankommen können. Oder die Affen, die könnten da auch eigentlich einfach hochklettern. Ja, genau. Guck mal, sie hat 30. Ja, er war die Meiste hier. 50, 53. Eieiei. Das könnte echt knapp werden. Also mit Lanky haben wir jetzt keine mehr gesammelt. Und jetzt kommt es drauf an, wie viel Donkey und Diddy haben. Donkey hat, glaube ich, doch, der hat auch ein paar, ja. Weißt du, der stärkste Affe kommt hier nicht hoch. Ah, ich glaube nicht, dass wir 40 Stück mit Diddy hatten. 38 bitte, ja? Ja. Dann guck mal, es kommt da dran. Wahrscheinlich hat 37. Ah, 7 Bananen, die finden wir heute noch. Oh, das kann doch nicht sein. 8 Bananen. Vielleicht hat Lanky die ja. Ja, aber die haben wir. Wir haben in dem Teil noch nie mit Lanky gespielt, oder? Und wir haben ja im letzten alle abgegeben schon. Ich probier's einfach. Komm, Lanky, lass mich jetzt nicht im Stich. Nein! Das ist eine Scheiße. So, wo waren wir jetzt mit Lanky? Das war das ganz oben? Genau, das ganz oben, das Biber-Butzemann, aber das lassen wir ja. Und da drunter gab es doch auch noch irgendwas mit Lanky, oder? Und dann... müsste es da am Wasser, wo die Brücke war, wenn du nochmal zurückgehst, da unten ist ja so ein Eingang. Warst du da schon drin? Da unten, da war ich schon drin, ja. Auch alles geholt? Nee, natürlich nicht. Das war auch wieder so ein ganz komisches, dämliches Spiel. Und das hier war Biber Butzemann, ne? Genau. Ah, oh, wenn ich das schon höre. Komm nach oben, du fetter Affe. Also in der Beschreibung hier steht ja auch nur, dass man hinterherlaufen und beißen kann, oder? Ja. Schade, dass ich hier die Musik nicht hören kann. Ja,
Na, sei froh. Komm mal, ich beiß dem in den Arsch. Das Schlimme ist, wenn die einmal am Rand stehen und nicht sofort reinfallen, fallen sie auch nicht mehr rein. Ja. Und wie gesagt, genau bei dem Spiel frage ich mich dann halt, warum muss man das 5-mal oder so in diesem Spiel einbauen? Das musste jetzt noch sein. Das musste jetzt noch sein. Wow. Wow. Am besten sollte man einfach mal jeden Biber, der reinfällt, komm, yank da rein. Guck, und der will jetzt nicht rein, Alter. Mal zwischenzeitlich die Tasten loslassen hier. Mann, jetzt geht er da rein! Geh da rein! Der geh doch da rein, Mann! Du schaffst es nicht, du schaffst es nicht. Nicht ohne die Nerven zu verlieren. Jetzt geh. Nein, andere Richtung. Wenn es wenigstens eine Taktik gäbe, wie man hier irgendwie ja vorgehen könnte, aber es ist halt einfach ein Glücksspiel. Das ist wie mit allem hier. Das ist ja auch das Problem bei den ganzen Minispielen. Das ist ja auf Glück basieren. Ich starte noch mal vorne. Welcome to Bonus Stage! Welcome to Bonus Stage! Kann ich nie hören hier. Nein! Es gibt dann immer diese Momente wie hier jetzt, da ja, funktioniert wo es einfach fast und ja, genau. Und dann will plötzlich wieder keiner. Jetzt geh doch von der Wand weg! So wie hier jetzt, da will keiner Richtung Loch gehen. Weg da, weg von der Wand, Mann! Komm! Jetzt bitte noch! Es klappt wieder nicht! Oh, ey, ich flipp aus hier, ich flipp aus. Guck dir das an, wie assi! Komm jetzt, komm! Ja, hier schade, geblieben, dass hier geblieben. Jetzt geht er rein. Jetzt nicht die Pops hier helfen kann. Ja. Weil die weiß ja anscheinend, wie man das hier mit irgendwelchen Tricks schafft. Es klappt schon wieder nicht. Das Schlimme ist, ich glaube, das werden auch immer mehr. Das heißt, in den nächsten Level musst du wahrscheinlich in den 60 Sekunden 20 schaffen. Hm.
weißt du, dann stehen die dämlichen Viecher dann auch noch im Weg, dass du nicht dran vorbeikommst. Da, ja. Wie jetzt hier stehen sie an der Wand, wo du nicht rankommst. In solchen Momenten hätte ich gerne hier jemanden neben mir sitzen, wo ich sagen könnte, hier, probier du mal. Ich übernehme dann das nächste Mal wieder. Ja, das glaube ich, aber wie gesagt, ich könnte es jetzt zum Beispiel, also ich zum Beispiel, ich könnte das jetzt nicht viel besser. Und auch wenn, wie gesagt, ich habe mir andere Videos schon angeschaut, dieses Spiel kann keiner gut. Also da gibt es ja auch nichts, was man gut können muss. Dieses Tastendrücken, das geht auch nachher so in die Finger. Ja, das glaube ich. Also ich möchte mir nicht vorstellen, wie das noch eine Tastatur ist. Warte mal, ich versuche jetzt mal was. Also im Moment wollen wir wieder gar nicht mehr. Nee, es gibt nur die Taste zum Hampfen hier, Mampfen und zum Springen. Aber trotzdem hast du es ja beim letzten Mal irgendwie geschafft, Linkage Spezialfähigkeit zu verwenden. Ja, das war ein Bug wahrscheinlich im Spiel. Wahrscheinlich. Vor allem, es wird für mich auch keinen Sinn ergeben, was es bringt, hier die Biber zu töten. Komm, fallt da mal alle rein. Man weiß nicht, was man machen soll. Soll man ihm den Weg abschneiden? Soll man ihm so lange im Kreis befolgen, bis er selber reingeht? Es gibt hier kein verdammtes Muster. Nee. Das ist, wie gesagt, entweder laufen sie freiwillig rein oder gar nicht. Ja. Jetzt zum Beispiel. Eben sind sie die ganze Zeit rein. Nein, ich dreh mich nochmal rum. So, wie gesagt, hier wäre mein Wunsch, dass man da mal irgendeinen von den damaligen Entwicklern sich holt und der einen zeigt, wie man das hier spielt. Ja. Ich habe ja immer das Gefühl, dass wenn ich die hier im Kreis hier ein bisschen verfolge, dass sie irgendwann dann selber da reingehen, aber das klappt ja, jetzt mal. Jetzt zum Beispiel klappt es wieder gut und dann wollen sie wieder nicht. Wie der jetzt. Komm jetzt nicht an der Wand, Mann! Mann, geh da rein! Wenn einer dann anfängt, nicht mehr reinzugehen, geht keiner mehr rein. Oh, ich kann fick, Mann! Eben, wo das... Hat das so gut geklappt? Zack, zack, direkt am Anfang zwei Stück. Siehst du, der geht die ganze Zeit mit da drum. Das kann mir kein Mensch erzählen, dass das hier mit richtigen Dingen zugeht. Boah. Ja, klar. Was loadet? Achso. Ich bin schon Paras hier. Also man hätte einen hier wenigstens entweder von der Zahl runtergehen können oder die Zeit erhöhen können, aber... Das sind ja alles Minutenspiele hier. Das, ja. Weil das kann mir keiner erklären, keiner erzählen. Dass die gesagt haben, ja, das Minispiel haben wir gut gemacht. Weißt du, normalerweise, man guckt sich das ja so an und dann guckt man so, ist man mit seiner Arbeit zufrieden? Und die genau. Leute, die hier sagen, ich bin mit meiner Arbeit zufrieden, ey... Sadist. Wenn es da wenigstens noch optional wäre. So Ober-Pro-Spieler dann hier sagen so, da schaffe ich nur 30 Sekunden. Aber du musst es machen.
15. Ey, so schwer kann das doch nicht sein. 15 verdammte Biber hier rein. Mann, geh da rein. Nicht gucken. Reinfallen. Das kannst du eigentlich schon wieder vergessen. Ja, wie gesagt, vorhin, da haben ja die ersten 7 Stück gut geklappt. Da warst du wunderbar in der Zeit. Aber das kommt irgendwie nur jede 5. Runde vor, dass es gut klappt. Das kommt jede 50. Runde vor. Ja. Das Schlimmste, was halt passieren kann, ist, dass sie entweder alle am Loch sind und nicht reinfallen wollen, oder dass sie an der Wand festhängen. Ja, aber wenn die an der Wand festhängen, dann kommt man da nicht mehr hinter. Ja, eben. Komm jetzt! Guck mal, nur 5 in 30 Sekunden. Aber wir können auch sagen, wir schneiden es, ich weiß nicht, weil die Zeit ja jetzt erreicht. Der war schon eigentlich fast unten. Ich habe keine Lust mehr, Freunde, wir schneiden das bis gleich. Jetzt ist es wieder gut. Ja, 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 komm, komm. Das sieht so gut wie noch nie aus, das muss doch jetzt klappen. Komm, 3 verfickte Biber! Komm, einer noch! Einer noch! Ja! Oh! Soll ich dir sagen, was mir hier damals passiert ist? Ja, abgestürzt. Ich habe vergessen, die Banane mitzunehmen. Ich habe gedacht, ich hätte die. Hallo! Und bin dann hier gleich weiter. Wieso geht der denn nicht hoch? Weiter runter. Wieso? Wieso geht der denn nicht nach oben? Och nee. Ja, vielleicht muss er von ganz unten kommen. Freunde, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Arbeit war. Ja, aufwärts. Wie gesagt, ich musste das ja nochmal machen, weil ich vergessen habe, diese Banane einzusammeln. Ach, das war's. Leute, es kann ja jetzt nicht sein, ne? Nach oben, Lenky. Ja, 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 nach hinten. Nach vorne. Oh. Nicht bewegen. Also geht doch. Na ja, komm, ist mir scheißegal. Will ich nie mehr sehen. Nie mehr! Es kann ja jetzt nur noch besser werden. Ja, aber wirklich. So, jetzt ist das Ding. Wo haben wir jetzt noch nichts? Ganz zu Anfang, glaube ich, kann das sein. Einmal kannst du noch mal ganz am Anfang in die Welt. Ganz am Anfang. Das Einfachste wäre einfach, wenn du irgendwo runterfällst und stirbst, da kommt man am Anfang wieder. Bist du wahnsinnig? Wieso? Das wird doch gespeichert, oder? Ja, so zum Anfang. Ach so, ja, das war ja nicht der Anfang, aber... Oh nein, ja, hier am Anfang der Baum, ich erinnere mich. Ja genau, da hätte ich jetzt zum Beispiel vorgeschlagen, reinzugehen.
Ja, nee, nee, das, ja, ja, na. Da ist noch eine Banane für die Junge. Hoppla! Hoppla! Guck, jetzt müsst ihr am Anfang. Hoppla, bin runtergefallen, hoppla! Ach, wo ist jetzt dieses dämliche Tauschfass hier? Ja, natürlich, das musste sein. Leck mich doch. Im Baum gibt es ein Minispiel fast, das weiß ich. Ja, 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 ja. Hoppla! Wenigstens etwas, das man ja unendlich. Ich bin gerade noch so zitterig von den Händen her. Ja, ja, dass man unendlich Donkey Kongs hat. Aber als ich hier das Spiel für dich getestet habe, ob das auf den Emulator geht, bin ich genau an der Stelle auch die ganze Zeit runtergefallen. Wieso zentriert sich die Kamera nicht hinter dem Affen? Na, da kann Donkey Kong hochgeschossen werden und da ist, glaube ich, musste Diddy rein. Hm. Richtig. Da war einmal Donkey. Donkey, genau. Und das war für Chunky, glaube ich. Meinst du? Ja, der macht das doch bestimmt kaputt, oder? Ah, ich erinnere mich da dumpf. Ich habe das schon erfolgreich verdrängt. Ach, wir sind... Also da war er direkt, ups. Das habe ich aber auch nicht gewusst, sorry. Das ist das mit diesem unübersichtlichen Kack hier. Also so gefühlt... Hätte ich nie gedacht, dass der Punkt hier direkt am Anfang ist. Ja. Aber hier sieht man ja auch, ne? Da ist der Baum. Ich bin ja mal gespannt. Also ich weiß, dass da ein Minispiel ist. Glaube ich. Ich sehe so ziemlich jede Banane hier in dem Level. Naja. Ach, das war die Scheiße. Ja, ja, mit dem Weit... Ja, ja. Hattest du da den Weitschuss schon freigeschaltet? Ja, ja. Okay. Das war daneben. Oh, jetzt treff mal hier auf den Millimeter genau mit Tastatur. Ja, ja. Das geht bestimmt ganz toll. Du siehst, es geht überhaupt nicht. Ja. Oh, ich glaube, die in der Mitte sieht gut aus. Also ich möchte. Guck mal, jetzt dreht sich das Wichsding da nicht wieder um. Ich möchte nicht sehr weib beschwören, aber Biber Putzmann gibt's zweimal in diesem Level. Oh nein. Oh nein! Ich hätte die Klappe halten sollen, sorry. Das kann doch nicht sein. Oh nein. Ich hab auf F4 gedrückt. Ich. Biber Putzmann, Idiot! Aber, hast du jetzt hier die Banane? Freunde, wir... Ja, nee, nee, nee. Ich die Banane machst du jetzt schon, oder? Nee, nee. Also ich meine, das Minispiel hast du jetzt. Ja, das habe ich doch. Okay, also, das sollten wir, glaube ich, auf ein andermal verschieben. Das glaube ich auch. Ich gehe jetzt hier raus und dann wissen wir ja, was auf uns zukommt. Freude, schöner Götterfunken. Und dann, komm, nach 5 teleportiere ich mich oder von 5 zurück. So, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. NRW bei 18 Adieu. Ciao.